Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs, all jene, die jetzt noch werden wollen. Ich habe mein Level, Pfeil rauf, runter, Springer, Springer, Stopp genommen. Man weiß, wie ich den eingestellt habe. Dann legen wir mal los. Das Problem ist, wenn man zu niedrige Spielstufen nimmt, dann spielt er zu großen Crap. Also für die Sammlung ist eine schöne Sache, aber ich will da nicht über 400 Euro für ausgeben. Ich glaube, momentan ist 469 Euro. Aus Großbritannien, da kommt ja noch Versand dazu. Und so weiter. Das könnte man da mal vergessen. Also für den Preis kriegt man einen schönen Exklusiv-Schachcomputer mit einem schönen Modulset. Aber man hat weitaus mehr Möglichkeiten, Display etc. Für eine Sammlung ist es eine schöne Sache, aber zum Spielen, zum selber Spielen würde ich eher abraten. Weil man rechnet ja Bruce Force und 2 Megas ist ein bisschen lahm für Bruce Force. Also Bruce Force rechnet ja alles durch. Dass das Problem ist. Ulf Ratzmann wollte ja Schachwissen möglichst rausnehmen, dass er quasi alles rechnet und dann durch das alles rechnen. Wie man nicht strategisch irgendwelche Gegebenheiten zusammenreimen, wenn man einfach Züge frisst. Aber egal, legen wir mal los. Mal mit D4. Das weitere Problem ist, dass er nicht besonders variantenreich ist in der Eröffnung. Also auf E4 spielt er immer E5. Auf Springer F3 immer Springer C6. Mit Weiß spielt er dann immer schottisch, also nichts anderes. Und das kann er noch nicht mal richtig, das ist das Problem. Und 2 Züge später ist er out of book. Nehmen wir den. E6. Ich weiß nicht. Vielleicht wieder die Tarasch-Verteidigung machen, wir machen Londoner. Und es ist verwundert mich eigentlich nicht, dass er out of book ist. Die interessante Gegebenheit ist, das macht der Novak auch. Dass er die eigenen Züge auch mit Pieps tun. Beim Novak kann man es aber so machen, dass entweder beide Züge gepiepst werden, also die Novak-Züge als die eigenen Züge. Man kann es aber auch so einstellen, dass nur die Novak-Züge, sagen wir mal, bepiepst werden. So, man lässt sich ein bisschen essen. Also ich könnte mir vorstellen, der ist mindestens um den Faktor 10 zu langsam. Also er müsste mindestens 20 MHz drauf haben. Also Rochade G4 war schon ein bisschen fraglich. Er will auch gar nicht rochieren. Lippo, ich will nicht rochieren. Springer C6 ist übrigens eine Eigenart, die machen viele. Jetzt kommen schon die ersten Probleme hier auf. Springer G4 schlägt Läufer H7, schlägt Schach. Na, vielleicht hätte doch Springer D2 erst machen sollen. Ich weiß es nicht. Ist eine Nuss, Lippo. Es nähert sich schon dem Ende. Dafür Bruce Voss ist da zu langsam. 2 MHz, 8 Bit 2 MHz, das ist zu langsam. Läuferschach, König schlägt, Dame H5. Tod Dame H7 matt. Wenn der Bauer zieht, dann ist trotzdem Dame H7 matt. Ich mache mal das Läuferschach. Ich hätte auch nehmen können, aber nimmt er auf G5. Das war das Problem. Turm H7 schlägt, Dame G5 schlägt. Dann haben wir ein Problem, es droht ja nichts. So, wenn er den Springer schlägt, ist Dame H7 matt. Ich tippe mal, der Turm muss ziehen. Turm E8, Dame H7 schlägt, Schach, König F8, Dame H8, Schach, König E7. Ach, shit, Mist. Okay, ich nehme weg. Droht Springer F6 Schach und Dame H8 matt. Wer weiß auch irgendwie matt, ich bin nicht der große Mattfinder. Okay. Dann gehen wir einfach Springer Schach und dann matt.
und Dame H8 matt. Pip, 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 pip. Und das Problem ist, wenn er aber stärker spielen soll, dann muss man die Level zu raufschrauben. Da habe ich heute ja eh nicht die Zeit für. Das heißt, man müsste dann schon... ja, dann, man muss da schon, wenn man 30 Minuten pro Zug macht, hat er eine Rechentiefe von 5,5 Zügen. Und deswegen meine ich, der muss mindestens 10-fach beschleunigt sein auf 20 MHz, damit er dann in 3 Minuten pro Zug diese 5,5 Züge hat. Das ist natürlich zu wenig. So, was soll ich noch groß sagen? Es war kurz die Partie. Tschüss, bis zum nächsten Mal.